Guten Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es ja schon im Titel und ich bin minimal hyped, denn das haben wir noch nie gedreht. Und man muss ja wirklich mittlerweile nach 2 Jahren YouTube sagen, halt was zu drehen, was man vorher noch nie gedreht hat, ist wirklich, das ist toll. Ist, wie gesagt, gar nicht mehr so einfach, aber ja, wir werden den Tag über heute nur das bestellen, was quasi vor uns bestellt worden ist. Jetzt ist es ja nun so, dass ich ja vegetarisch bin und dass es dann natürlich ein bisschen, ne, doof wäre, wenn ich heute im Laufe des Tages, weiß ich nicht, bestellt jemand von mir eine Salami-Pizza und den müsste ich dann auch essen, das mag ich jetzt natürlich nicht in dem Sinne. Hätte ich mir einfach überlegt, ich muss dann nämlich eh noch in die Nähe hin, zum Hauptbahnhof zu fahren, da gibt es ja a lot of Auswahl, so an Frühstückssachen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie das jetzt wirklich so wäre, dass jemand von mir irgendwas mit Schinken oder Salami oder weiß ich nicht, Fisch bestellt hat, warum auch immer zum Frühstück, aber ne, dann haben wir ja eine große Auswahl, also dann sonst, ne, laufe ich aber mal den ganzen Hauptbahnhof ab, ne. Ich habe ja Zeit heute. Kein Praktikum mehr, keine Abgaben. Bisschen gespannt, bisschen nervös bin ich schon. Aber gut, let's see. Ich hoffe, alle Personen heute vor mir machen keinen Scheiß und haben guten Geschmack. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne das zu essen, was vor mir bestellt worden ist. Also was gerade bestellt worden ist einfach nochmal. Ist gerade so eine Challenge. Ich finde es nämlich mit, man sieht sie auch nicht. Was vor ihr? Genau, ja. Das ist Espresso Macchiato. Ja, okay, dann nehme ich das. Alles klar, danke. Dankeschön, gleichfalls. Danke. Das war wohl nichts. Ich habe jetzt so eine Art Espresso Macchiato. Oder so, ich kenne mich da ja eh null mit aus. Ist super klein. Und hat 2,45 Euro gekostet. Es war übrigens ein Upi vor mir, den habe ich gerade noch gesehen und ich dachte nur so. Sehr harter Tobak. Ich gehe jetzt schon mal des Weges weiter, schlürfe den hier währenddessen runter. Ihr könnt mir auch glauben, wegschütten tue ich den nicht. 2,50 Euro, I doubt it. Eher hüpfe ich dann heute lieber rum wie ein Flummi. Geh mal zu Ditch oder so. Ich hoffe, da wird kein Kaffee bestellt, ansonsten kotze ich. Okay, super, danke schön. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne genau das, was gerade bestellt worden ist. Dasselbe. Genau dasselbe, ja. Kein Problem. Zu Hause ist immer wieder. Frühstück habe ich Gott sei Dank wirklich eine gute Ausbeutung. Man kann ich euch gleich mal zeigen, aber jetzt gerade noch mal zum Thema Espresso. Ich fühle mich, also wirklich überhaupt nicht irgendwie wach oder aufgepusht, sondern echt das Gegenteil, mir ist gerade wieder so ein bisschen schlecht und so schwummrig. Ich meine, klar, ich bin es auch nicht gewöhnt, habe direkt jetzt einen Espresso auf leeren Magen getrunken. Dazu stinke ich aus dem Mund nach Gülle schon wieder. Also ich gehe jetzt direkt auch nochmal gleich Zähne putzen. Das ist ja wirklich, als wenn ich das auch schon rieche, ich wieder mich selbst, aber mir wird richtig schlecht dabei. Ich erinnere mich auch so ein bisschen, vielleicht habe ich auch deswegen eine Abneigung, weil mein Kieferorthopäde immer, du warst ja gefangen auf diesem Stuhl und hat immer so nach Kaffee gestunken aus dem Mund, da wurde mir auch immer so schlecht. Und genau an den Moment damals immer auf dem Stuhl erinnere ich mich gerade selbst, als wäre ich dieser Kieferorthopäde. Boah, nee, erstmal Zähne putzen und dann essen wir und kriegen hoffentlich diesen Geschmack und so ein bisschen dieses Gefühl, boah, so richtig hier. Bin so ein Opfer. So ihr Lieben, mit frischem Atem geht's jetzt weiter. Ich habe nämlich, also es ist ja auch so am Bahnhof, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe bisher jetzt alle Leute vor mir quasi auch angetroffen, war so, okay, bestell jetzt keinen Mist. Sie hat sich einmal so ein Tomate-Mozzarella-Baguette gekauft, das sieht auch wirklich sehr lecker aus, muss ich sagen. Mein, das war nämlich aus dem, ne, Le Crobac, wo es auch mein Avocado-Sizilianisches Sandwich gibt, das gab es aber nicht. Wahrscheinlich hätte sie sonst bestimmt auch meins genommen, aber wäre ich mit ihr gegangen, gab es nur das. Sehr lecker. Und in London hatten wir da einen ganz großen Crave drauf, der Anne und ich. Wir haben uns immer richtig gerne diese Pekanus-Taschen gekauft, weil die in London super günstig waren. Also verhältnismäßig in London günstig, ne? Und das ist die Ausbeute. Kann man wirklich als Fazit nichts sagen. Hat sie alles mit dabei. Was Herzhaftes, was gut satt macht und dann noch ein bisschen was Süßes hinterher. Gebe ich volle Punktzahl jetzt schon, weiß ich. Boah, die Schweine haben nicht mal. Da ist kein Frischkäse drauf, keine Butter. Da ist einfach gar nichts drauf. Einfach nur Tomate, Mozzarella, bisschen Balsamico-Blätter. Und so viel günstiger als mein Sandwich, was ich sonst sehr kaufe, ist es nämlich nicht. Das heißt, ich habe gerade 4 Euro bezahlt für ein bisschen trockenes Tomate-Mozzarella-Sandwich. Wenn ich das jetzt so sehe. Konnte die Frau von mir auch nicht wissen. Sind wir wahrscheinlich gerade beide enttäuscht. Ist okay.
Aber würde ich mir nicht nochmal holen. Kommen wir zum Pekanus-Teil. Wieder richtig funny unterwegs. Aber auf die freue ich mich. Auf die freue ich mich. Ich hoffe, die schmeckt so gut wie die damals in London. Die schmeckt gut. Ist gefüllt mit irgendeiner süßen Creme. Ich kann es nicht definieren, aber probiert mal eine Pekanustasche. Ich finde, die sind wirklich immer sehr, sehr lecker. Die hätte mich definitiv auch angelacht. Sehr geil. Ich finde auch irgendwie, ist es echt interessant zu sehen, was andere essen. Und dass ich jetzt weiß, okay, das hätte ich Frau jetzt gefrühstückt. Und das lässt sich auch nicht auch gerade schmecken. Doch, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist eine 12 von 10. Und das Baguette war eine... Ja gut, es war halt frisch, aber halt nach nix. Na, 4 von 10, so. Ne? Aber da kann es ja, wie gesagt, nichts für. Mm. Und der Presse, da reden wir gar nicht von. Wenn es geht, eine minus 10. Ein bisschen später haben wir es und eine Haarveränderung gleich mit zu. Ich weiß nicht, ob euch es auffällt, aber wahrscheinlich schon. Ich habe meine Extensions gerade rausbekommen. Die sind jetzt auch ein bisschen dünner und ich bin nicht mehr so blond. Genau, es wird an der Zeit, dass die wieder rauskommen. Und ich hatte ja auch mit dem André, also es ist ja übrigens immer der Friseur, zu dem ich hin bin. Ich hatte auch damals letztes Jahr mal so eine Köln-Foto gemacht und ich war dann immer alle 3 Monate beim André. Und dann haben wir zusammen mal Extensions raus und rein gemacht. Und jetzt haben wir aber beide mal gesagt, dass wir mal bis zum Sommer eine Pause machen, weil er jetzt seine Abschlussprüfung hat. Das heißt, für mich ist er sowieso schon immer Friseur gewesen, aber jetzt ist er dann quasi nach der Prüfung, also im Sommer, richtiger Friseur und muss sich da auf jeden Fall drauf konzentrieren. Momentan ist er auch angeschlagen, ein bisschen krank. Dann habe ich gesagt, nee, komm, dann fahre ich jetzt nicht nach Köln. Ich mache das jetzt hier, lasse ich die rausnehmen. Und ja, jetzt mal hier. Es ist natürlich jetzt wieder ein bisschen dünner, weniger blond und feiner, aber meine Haare sind von Natur aus auch einfach, muss man sagen, sehr, sehr dünn und sehr, sehr fein. So, also es ist wirklich zum Kotzen, aber ne, dem kann ich da nur danken. Mama und Papa, die es mir mitgegeben haben. Also ich habe so viel auch früher probiert. Meine Haare werden nie lang. Wenn ich meine Haare irgendwie nur ansatzweise so färben würde, wie sie jetzt hier die ganze Zeit waren, hätte ich jetzt eine Glatze. So, also die sind sehr, 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 sehr empfindlich. Ja, und jetzt können sie sich aber ein bisschen erholen von dem ganzen Gewicht, was sie auch drin hatten. Tut mir auch leid gerade für diesen Hairtalk. Ich dachte nur, ne, falls ihr einen Schock kriegt. Ja, das sind jetzt meine eigenen Haare wieder. All natural. Und genau, peppelt jetzt die nächste Zeit aber ein bisschen auf. Und bis zum Sommer sind jetzt diese Fräse. Aber ich muss sagen, ich mag es trotzdem ganz gerne. Also ich hatte da echt ein bisschen Angst vor tatsächlich, dass ich mich nicht mehr so wohl fühle. Weil ich natürlich jetzt dickes Haar gewohnt war, blondes Haar. Ne? Es sah natürlich alles ein bisschen mehr sleek aus, aber zum Glück ist fein. So, also deswegen schreibt mir jetzt bitte nicht, dass es scheiße aussieht, sonst bin ich wirklich traurig. Aber das zum Hair Talk. Wir bestellen jetzt Mittagessen, beziehungsweise hole ich das ab, denke ich. Ich habe nämlich jetzt langsam wieder Hunger. Ich saß ja auch eine Zeit beim Friseur. Es war super anstrengend, auf dem Stuhl zu sitzen, mir die Haare machen zu lassen. Wir rufen jetzt bei Happy Green an. Die haben nämlich zu 90% alles vegetarisch. Das heißt, wenn er mir jetzt am Hörer sagt, irgendwas mit Fisch oder so, dann haben wir halt ein Problem. Dann muss ich nochmal irgendwo gucken, wo ich anrufen kann, aber ich hoffe halt einfach, dass die Person, ja, Bock auf Falafel oder Halloumi oder sowas hat und einen guten Geschmack hat. Hallo, Happy Green. Hallo, hier ist Sophie. Ich hätte gerne was bestellt zum Abholen. Ja, gerne, kurz einen Moment. Ja, bitte. Und zwar einfach am besten das, was vor mir bestellt worden ist. Also gerade direkt, bevor ich angerufen habe. Ja. Super. Okay, und was wollen Sie bestellen? Jo, hallo. Hallo. Hallo, guten Tag, sorry. Alles gut. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Genau, ich rufe gerade einfach privat an. Ich habe nicht über Lieferando oder Volt oder so bestellt, sondern rufe einfach quasi über das Telefon an. Und zwar würde ich gerne das bestellen einfach und abholen, was vor mir bestellt worden ist. Was? Ja, klar, sehr gerne. Ja, super, super. Was war das denn? Was wollten Sie denn bestellen? Ich habe noch nichts bestellt. Das, ja, wollten Sie ja bestellen. Genau. Ich will jetzt bestellen. Ich habe noch gar nichts bestellt und würde das gerne bestellen, was vor mir bestellt worden ist. Was ist ja vor Ihnen bestellt, aber das habe ich nicht verstanden. Genau, also das ist ja, ich will mich überraschen lassen quasi. Es ist so eine Challenge, wer quasi vor mir bestellt hat, das würde ich auch gerne bestellen.
Ja. Was vorhin bestellt hat. Genau, richtig. Mir zum Beispiel Happy Vegan. Ja, dann, dann nehme ich dieses Happy Vegan da. Ja? Ja. Ja, super, alles klar. Super, danke. Freunde, wie unangenehm. Ich cringe mich gerade selbst weg. Oh. Da ging jetzt gerade der Kollege oder auf jeden Fall irgendjemand anderes dran, der Chef, ich weiß es nicht, aber er war auch erstmal verwirrt, aber er hat es jetzt quasi verstanden. Das ist ja auch, wie gesagt, ich bin so komisch. Ich meine, wer bestellt denn auch so? Also das macht ja auch keiner. Ich habe jetzt wohl irgendwie ein Happy Vegan, das wurde gerade bestellt. Düst jetzt auf jeden Fall hin und ich denke, dem Arne bringe ich auch was mit, aber den frage ich jetzt einfach auf WhatsApp, was er will. Und dann lasse ich das da auch noch zubereiten. Ich krieg schon wieder die Kriegsfreunde. Wisst ihr, ich dachte, ich bin zumindest ein bisschen hier umweltfreundlich und nehme meine eigene Tüte mit, damit ich keine von denen mitnehme. Jetzt habe ich mir komplett meine Jutebeuteltasche dreckig gemacht und sogar meine Lieblingshose, die ihr auch so feiert, mir sogar auch mit rote Beete vollgekleckst. Ich sag euch, das muss jetzt wirklich schmecken, sonst bin ich traurig. Ich muss erstmal akklimatisieren. So, wir haben noch Brot. Hol ich gerade mal aus meiner versifften Linibals-Tüte raus. Mhm. Oh, auch komplett dreckig wie alles hier drin. Ein Brot. Für the bowl. Und die zeigen wir euch am besten nochmal. Die ist natürlich jetzt auch ein bisschen durcheinander gezogen worden. Richtig. Ich bin halt schnell gedüst. Ja. Das ist jetzt diese Vegan Green oder so, was er im Telefon gesagt hat. Hier auch nochmal. Also ich verspreche, als ich es in die Hand bekommen habe, das sah besser aus als jetzt. Lass es dir schmecken. Du ja auch. Was ist denn da alles Feines drin? Weiß ich nicht. Also stimmt, könnten wir eigentlich mal sagen, ne? Hummus, Falafel, Rotkraut, Gurke, Tomate, Salat. Mhm. Die Platte hatten wir noch nicht. Wir hatten immer sonst diese Pita-Sandwiches. Mhm. War auch die Hölle los dort. Das scheint gut zu schmecken. Sehen viele so. Mittagspause. Mhm. Falafel sind sehr gut. Mhm. Ja, die Falafel ist wirklich gut. Okay. Aber sind die so riesig? Das ist jetzt nur eine Hälfte. Also die sind wirklich, wirklich groß. Hat die schmeckt. Doch, voll gut gemacht. Mhm. Jetzt war ich mal im Kampf, die Bestellung zu bekommen, weil die irgendwie die, ja, komplett verwirrt waren. Aber zum Glück haben sie mich darauf nicht angesprochen, weil sie haben es mir einfach in die Hand gedrückt und ich war so, okay, das... Aber der kam, hat ein Happy End. Na, dann halt es. Und mit der Hose ärgert mich wirklich. Und was geben wir? Tascha, er hat bei der Challenge mitgemacht. Ja, 10 natürlich, geben wir. 10. Ach, wobei für eine Bowl, ich finde den Hummus oder Tahina, was auch immer, so gut. Und die Falafel, gib mal eine 11. Ich gebe eine 12. Von 10? Nein! Ja, aber weil wir es überragend finden. Nein, dann gibt man 10. Das macht aber, also... Nee, du verstehst meine Skala nicht. Ich mache das jetzt jahrelang, sonst hat sich nie jemand beschwert, außer du. Also ich gebe eine 12 von 10, Anne eine 10 von 10, richtig? Guck, jetzt scheint das so, als hätte ich eine schlechte Bewertung gegeben. Dabei habe ich die beste, ich habe gegeben. Naja, 12 von 10, 10 von 10 ist wirklich, also wenn Arne sagt eine 10 von 10, doch, die wissen das, dann ist das schon wirklich gut. Ist ein Joa. Na. Ah, ah. Merkt ihr? Ich bin schon koffeinaddicted. Es gibt keinen Grund zum Gehen. Ich habe ausgeschlafen. Ich habe keinen Stress. Es ist der Espresso. Hallo, ich hätte gerne das als was gerade eben bestellt worden ist. Wissen Sie das noch? Okay. Dankeschön. Gleichfalls, danke. Sie war jetzt eben nicht verwirrt, von der, also schon auch, doch, hat sie bestimmt rausgebracht, aber sie hatte gerade eher Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, was gerade bestellt worden ist, aber dann kam sie wieder. Ich glaube, es war jetzt Erdbeer und Johannisbeer im Becher. Also fruchtig mochte es die Person. Ich weiß nicht, wer es bestellt hat. Es war auch absolut nichts los. Vielleicht
isst auch gerade noch keiner Eis. So, ich hatte irgendwie so Bock bei dem Wetter, jetzt schon die letzten Tage mal wieder ein Eis zu essen. Und die Person anscheinend auch, denn ja, ist jetzt fruchtig gewählt. Ich habe Erdbeer wirklich unterschätzt. Ja, Bruder, weil es auch Himbeer ist, nicht Erdbeer. Das mache ich sowieso viel lieber. Das ist einfach nicht gecheckt. Ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, letztes Mal war ich auch mit euch Februar oder Januar als Essen. Da hatte ich Mango und dunkle Schokolade. Da fand ich schon wieder Mango richtig lecker, weil es so schon fruchtig ist. Und Erdbeer ist aber auch, die machen das allgemein so lecker. Ich bin bei meiner zweitliebsten Eisdiele. Und das schmeckt einfach richtig frisch, Erdbeer. Es schmeckt nicht so künstlich, sondern richtig, richtig. Das geht einfach durchs Herz. So schmeckt das. Ist noch kalt. Wie Sau. Also auch, weil es kalt ist. Aber ich meine, meine Zähne tun richtig weh. Das ist wirklich übertrieben kalt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Tut mir die Zähne weh. Probieren wir mal Johannisbeer. Das ist ja so ein bisschen süß-sauer. Könnte ganz geil sein. Würde ich mir irgendwie auch nie so bestellen. Aber vielleicht komme ich wieder auf den Geschmack. Ich weiß nicht, an was mich das erinnert. Ohne Witz, ich habe gerade überlegt, an was mich erinnert, an blaues Kratzeis. So schmeckt dieses Johannisbeereis. Also irgendwie gar nicht so sauer, so ein bisschen süßlich. Das schmeckt tatsächlich ein bisschen künstlich. Weird. Aber schmeckt wie Kratzeis. Ich nehme ihn jetzt mit, mache noch einen kleinen Walkie und dann sehen wir uns zum Abendessen wahrscheinlich wieder. Hallo, ich hätte gerne genau das, was gerade vom... Genau. Mit Käse drauf? Ja. Okay. Was? Ich bin wirklich... Ey, wie es ihr gefällt. Da habe ich habe einfach ohne drüber nachzudenken, aber ja, Käse. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die das vor mir mitbestellt hat. Warum cheaten die, Alte? Es tut mir leid, die Käse-Diction war da echt größer. Ich habe da aber nicht nachgedacht. Oh Mann. Wir sind wieder zu Hause. Was soll ich sagen? Es ist kurz vor 8 und es ist immer noch hell. Ich brauche kein Licht, kein hässliches Gelbes, sondern es reicht noch völlig aus. Ich bin nämlich heim, weil ich habe unterschätzt, es sind ja Ferien momentan. Nicht nur Schulferien, auch Semesterferien. Es ist so voll gewesen, dass ich so war, nee komm, den packst du ein, fährst mit der Tram schnell heim. Das hat sich gereimt. Und esse diesen Chicken Burger. Da ist übrigens ein Mädchen vor mir und ich habe den da so angeschaut. Ich hätte wirklich am liebsten, ich habe mich nicht getraut. Aber ich hätte ihr gerne so einen rübergeworfen. Da hätte sie mich aber weird gefunden. Deswegen habe ich es einfach lieber gelassen, habe auf meine soziale Intelligenz gehört und habe mich innerlich gefreut, dass sie einen Chicken Burger bestellt. Hat sie wirklich absolut in Schwarzen mitgetroffen. Beilage hatte sie keinen Hunger mehr für, aber nehme ich ihr nicht krumm. Weil nicht der gute Chicken Burger ist, hups, und kein Chili Burger, würde ich nicht meckern. Würde ich wirklich nicht meckern. Ich bin total egoistisch und einfach nur hungrig und habe total vergessen, euch den Burger zu zeigen. Live in Farbe und angebissen, dann erkennt man es auch noch besser. Wir haben hier ein Crispy Chicken, wirklich so ein richtiges Crispy Patty. Ich will nicht wieder Bun sagen. Käse, Tomate, Zwiebel, Gurke, Salat und diese ganz leckere, ach, sieht man das? Weiße Soße. Also eine glatte, 12 von 10. Beziehungsweise ich bin ja selbst langsam verwirrt. Eigentlich ist es eine 14. Neuerdings erhöhen wir das ja gerade. Einfach wirklich die beste Fastfood-Kette. Ihr sagt es euch ja immer wieder, ne? In Dauerschleife. Aber es ist so. Der alle lässt sich den Spaß entgehen, der ist lieber auf einem Fußballspiel. Heute spielt nämlich die Eintracht gegen, weißt du, das ist so doof, ich frage ihn halt dreimal am Tag, weil es mich wirklich so finde. Ich freue mich aber, wenn er darüber erzählt, er kriegt wirklich, ne, seine Augen, die lächeln. Es ist total putzig und deswegen, ja, frage ich ihn und es interessiert mich wirklich, aber irgendwie vergesse ich es dann doch wieder nach 10 Sekunden. Aber er ist auf einem Spiel, das habe ich mir gemerkt und es ist ein wichtiges Spiel. Das habe ich mir auch gemerkt. Jedenfalls ist er deswegen nicht da und verpasst hiermit einen Chicken Burger. Er schmeckt wie echt. Wirklich, merkst du keinen Unterschied. Null. Ich finde auch schön, der wird immer mehr besucht. Also bei KFC, der ist nebendran, da war es leerer. Just saying.
Das war es jetzt auch mit dem Video. Hier kommt endlich mal wieder ein Outro. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, aber ich muss euch wirklich sagen, ich weiß auch nicht, ob es dieses Mal klappt. Es ist ohne Scheiß. Ich würde euch sagen, ich habe keinen Bock, ein Outro zu machen, ich habe vergessen. Aber so war es nicht. Ich habe wirklich eins gemacht, ich habe es auch reingeschnitten, aber irgendwie wird das die ganze Zeit nicht mit exportiert. Also immer die letzte Datei kommt nicht mit hoch. Von daher, let's see. Ich habe es, denke ich, behoben, aber ich weiß es nicht. Deswegen, tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich fand es wirklich toll. Also ich bin wirklich gut mit weggekommen. Kaum Pech gehabt. Nur, wie gesagt, der Anfang war halt wirklich, der war böse. Wurde dann von Mal zu Mal besser. Wir hatten ein tolles Happy End, kann man nichts sagen. Und ja, das war mein Fazit. Also sehr, sehr gerne mache ich auch einen zweiten Teil, falls es euch interessiert, falls ihr das wollt. Und dann sehen wir uns nicht am Sonntag zu einem neuen Video, sondern die Woche drauf dann wieder erst, weil ich Mittwoch und Donnerstag den ganzen Tag Uni nochmal tatsächlich habe, weil wir nochmal das Praktikum reflektieren. Und am Freitag ist ja dann sowieso sind Feiertage und da fahre ich dann heim zur Familie, genieße da die Zeit. Das heißt, da werde ich einfach nichts drehen. Habe jetzt auch nichts vorgedreht oder so in dem Sinne. Von daher, genau, dass ihr da Sonntag nicht drauf wartet, da wird leider keins kommen. Aber dann war es nochmal Mittwoch. Und so lange wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt die Feiertage. Ob mit der Familie, mit Freunden oder alleine. Fahrt mir, wenn es geht, ein bisschen runter. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Stress. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle ein bisschen munterer und ausgeruht. Aber doch jetzt ein neues Video. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.